Anfang des Jahres ging das Thema Todesfälle unter Pregabalin oder aber auch unter Gabapentin durch die Medien. Und da machen sich natürlich einige unter Ihnen Sorgen, wie gefährlich diese Medikamente wirklich sind. Und um das mal genauer einschätzen zu können, schauen wir uns nun die Datenlage genau an. Bei den Wirkstoffen Pregabalin und Gabapentin handelt es sich um Wirkstoffe, die verschiedene Anwendungsgebiete haben. Die meisten unter Ihnen werden es vermutlich aufgrund neuropathischer Schmerzen einnehmen, aber sie finden auch bei Epilepsie Anwendung und das Pregabalin bei Angststörungen. Weshalb kamen nun diese Berichte über die Todesfälle unter den Wirkstoffen plötzlich auf? Anlass war eine Veröffentlichung der Statistikbehörde des Vereinigten Königreichs Anfang des Jahres, in der ein Anstieg von Todesfällen in Zusammenhang mit den Medikamenten beschrieben wurde. Konkret ging es um die Jahre 2018 bis 2022 und konkret wurde von 2110 Todesfällen berichtet, wobei die mit Pregabalin assoziierten Todesfälle von 187 auf 441 gestiegen waren und die unter Gabapentin von 93 auf 135. Nun haben wir die Datenlage, dass es sich hier um Todesfälle handelt, bei denen ein Zusammenhang mit der Einnahme von Pregabalin und Gabapentin gezeigt wurde. Und nun stellt sich natürlich die Frage, sind diese Einzelsubstanzen für die Todesfälle verantwortlich oder kann es andere Einflüsse geben, die zu den Todesfällen geführt haben? Dazu nahm man sich dann die Daten des National Program on Substance Abuse aus den Jahren 2004 bis 2020, bei denen auch solche Fälle gemeldet worden sind, und schaute sich die einmal genauer an. Bei diesen Daten wiederum handelte es sich etwa um 3000 Patienten, bei denen etwa 2/3 auf Pregabalin fielen und 1/3 auf das Gabapentin. Der erste wichtige Fakt war, dass bei 92% dieser Fälle auch Opioide mit im Spiel waren. Opioide sind stark wirksame Schmerzmittel, zu denen zum Beispiel das Tilidin zählt, das Tramadol, das Codein, aber auch alle Schmerzmittel, die Sie auf einem BTM-Rezept, das heißt auf einem Betäubungsmittelrezept, bekommen. Das ist grob die Substanzklasse der Opioide und die wurden zusätzlich in 92% dieser Fälle eingenommen. Interessant daran war, dass nur 1/4 dieser Opioide wiederum durch einen Arzt zusätzlich verordnet worden sind. Das heißt, hier sehen Sie schon, dass auch hier ein gewisses Missbrauchspotenzial war, denn die Patienten haben Medikamente eingenommen, die von ihrem Arzt nicht verordnet worden sind. Interessanterweise waren die Blutspiegel bei diesen 92% der Menschen sowohl beim Pregabalin als auch beim Gabapentin im Normbereich. Das heißt, hier konnte man eine Intoxikation ausschließen. Und hier dran sehen Sie, dass die Opioide scheinbar Einfluss auf die Todesfallrate hatten. Nur in 2 der 3000 Fälle kam es zu einer Intoxikation. Das heißt, hier wurde mehr Pregabalin oder Gabapentin eingenommen als offiziell erlaubt. Und bei einigen anderen Fällen kam es auch zu Suizidhandlungen und andere Wirkstoffe wie zum Beispiel Benzodiazepine oder aber auch Muskelrelaxantien kamen gar nicht in die Bewertung mit rein. In den restlichen 8% kann es auch noch zu einer Komedikation mit anderen Wirkstoffen gekommen sein.
Was macht nun die Kombination mit Pregabalin oder Gabapentin und einem Opioid? Hier möchte ich an erster Stelle schon einmal sagen, dass das eine sehr typische Kombination sind, denn wenn Sie nun Schmerzpatient sind und die Schmerzen nicht so weit in Griff bekommen werden, dass Sie sie aushalten, dann ist diese Kombination an Wirkstoffen von Schmerztherapeuten gang und gäbe. Hier sind auch Sie als Patient wieder gefragt, dass Sie bestimmte Symptome im Blick halten sollten, denn unter der gleichzeitigen Einnahme von diesen beiden Substanzklassen kann es zu einer übermäßigen Sedierung kommen. Das heißt, grob gesagt, wirken die alle sehr dämpfend auf das ZNS, auf das zentrale Nervensystem, was sich in einer Sedierung, also in einer Müdigkeit äußern würde und aber auch in einigen Fällen als Atemdepression. Das heißt, es kann zu einer veränderten Atmung kommen und im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Bewusstlosigkeit kommen. Und wenn in dem Fall nun Erbrechen hinzukommt, dann ist das Risiko für die Todesfolge sehr stark erhöht. Ich habe zu dieser potenziellen Wechselwirkung, die Sie im Kopf halten sollten, ein eigenes Video gedreht. Den Link dazu lege ich Ihnen am Ende dieses Videos noch einmal rein. Sie sehen also, dass diese Todesmeldungen nicht rein auf den einzelnen Wirkstoff bezogen waren, sondern es hier häufig zu einer Komedikation mit Opioiden kam, wovon wiederum ein großer Teil auch illegal konsumiert wurde. Denn Sie sollten sich immer bewusst sein, dass die Wirkstoffe Pregabalin und Gabapentin ein Abhängigkeitspotenzial haben und die Opioide auch. Das heißt, diese Substanzklassen werden auch missbräuchlich verwendet, was wiederum auch in diese Todesfallrate mit reinspielt. Aber was ist nun, wenn Sie diese Kombination aus Pregabalin oder Gabapentin und den Opioiden einnehmen? Als erstes seien Sie sich, wie gerade angesprochen, bitte des Abhängigkeitspotenzials bewusst. Und wenn Sie nun merken, dass Sie immer mehr Wirkstoff benötigen, dann sprechen Sie das bitte unbedingt bei Ihrem Arzt an, denn das kann wiederum auch ein Weg in eine Abhängigkeit sein, wobei man den Wirkstoff immer höher dosiert und damit natürlich dann auch die Nebenwirkungsrate ansteigt. Vermeiden Sie unbedingt die Kombination mit Alkohol oder aber auch mit anderen Drogen, denn das kann das Risiko für die angesprochenen Nebenwirkungen stark erhöhen. Und als drittes achten Sie darauf, dass Ihre Atmung sich nicht stark verändert und Sie so das Gefühl haben, dass Sie nicht mehr so gut Luft bekommen oder aber auch bei Ihnen eine sehr starke Sedierung eintritt. Das heißt, Sie sind nur noch in solch einem Dämmerzustand, nur noch müde, und auch da gilt es, zusammen mit dem Arzt die optimal für Sie wirksame Dosis zu finden. Wenn Sie als Patient also diese Punkte beachten, dann besteht kein Grund zur Sorge. Den Link zu dem Video mit den Wechselwirkungen lege ich Ihnen einmal hier oben nochmal mit ins Bild und unten in die Infobox mit rein. Und nun hoffe ich, dass ich Sie mit diesem Video ein wenig aufklären konnte und Ihnen auch einige Ängste nehmen konnte. Wenn diese nicht ganz ausgeräumt sind, dann besprechen Sie das bitte mit Ihrem persönlichen Arzt, und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Damit helfen Sie dem Video ein wenig mehr in die Bereiche zu kommen, bei denen nach diesen Informationen gesucht wird. Ansonsten danke ich Ihnen, dass Sie bis hierhin dran geblieben sind, und sage bis bald.